So weiter geht's wieder mit Medium. Snoop hier. Snoop hier. Wir haben wir aufgehört zu lernen. Das ist gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben. A page was torn out. I can't make out the numbers. Der Tagesschnitt. Okay. Gucken wir mal kurz hier um in den Zimmer. I guess one of these names belongs to your true self. But which one is it? Partial numbers. One of these must have meant something to her. Tun wir es mal da rein. There. A bunch of numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Hello? Yes, this is Vivian. Room 347. I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... What? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. Oh my God, Ellie! I thought you were... No, no, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But... Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. So, if you were talking to Ellie, that means... Tori, it's you. The real you. That's your name. It made sense, really. A name is more than what everyone calls you. It's what you feel yourself to be. And sure. No. Hier rein? Nö. Hier war ich doch, oder?
Ja. Okay. Da geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt der Ausgang da. Ich will nicht euch in dem Spiel schon dran war hier. I'm not gonna lie, it felt good. Putting that curse of mine to good use. Moments like that used to keep me going. Now, I'm not sure anymore. Nichts mehr. Ich melde den Spiegel wieder an. Hier war ich doch schon auch, meine ich. Mal zurück. Stimmt da in den Zimmer da in den Spiegel rein, ne? Mal in den Spiegel hier an. Kann ich gucken, was ich für Gegenstände hier. Und waren das nochmal diese Figuren, wo ich die Maske draufsetzen konnte. Gut. Hier eine. Look. Warum kann ich da nicht vorbei rein? Komm ich von der nicht lange. Ich noch mal da rein.
Tabii şey şu an. Hello? Oh, hey. Are they asleep? It's fine. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. Yep. Thanks. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Hello? Yes, this is... Vivian. Room 347? I want to make a complaint. There was a man here. Yes, from the hotel staff. Frankly, I think I smelled vodka on his breath. He... What? That was the chief of staff? You know what? Never mind. Thank you. Well, it's a stressful job, I guess. God, Ellie, I thought you were. No, no, I'm really happy to hear from you. Why didn't you call sooner? You did? But Eugene, that slippery son of a bitch. Ellie. She was very special to her. You don't need to be a medium to see it. Kardeş veşme olmasın.
hier ist er. Okay. Tu mir mal die Maske drauf machen. You can be free now, Tori. Thank you. Thank you. You did it, Marianne. Sent them away. To a better place, I hope. Kann ich hier weiter? No. Anywhere is better than here. Will you just let me pick you up already? Kann ich nicht, ne? Ja. Fenster. Gehen wir mal hier durch. Und durch den Spiegel. Das Mädchen. Muss ich erstmal hin, bevor wir weitergehen? This place. This is where it started. I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. It was where it made its first kill. Where it tasted death. And liked it. Ich hab mein Zettel genommen. Leere Augen. Ein armer Mr. Tarkovsky. Was ist nur mit dir geschehen? Die Testergebnisse sind da und es gibt keine Anzeichen von Hirntrauma oder Demenz. Und trotzdem, wenn ich in deine leere Augen schaue, dann habe ich dieses furchtbare Gefühl, als würde niemand den Blick erwidern. Keine Sorge, mein Lieber. Ich kümmere mich um dich, egal was geschieht. Ich sorge dafür, dass du so glücklich wie möglich bist. 450 Milligramm Phenlaxin, dann geht es dir gleich besser. Okay. Ist hier noch was? Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even a speck of you left? I hope so. Because I want you to feel everything. The nurse. It got to her first. But why? Ich hoffe nicht, dass Monster wiederkommt. Ich weiß nicht, was es ist.
Dann nehmen wir die mal mit dem Bolzenschlaner. Finally. Time to get back to the day room. Vertritt die Tagesstätte. Kann ich ja die Tür da hinten aufmachen. So worth it. I love you, bolt cutters. Oh, kann ich nicht mehr schmal. Gehen wir mal runter. Jetzt nicht lang. Gehen wir hier durch die Tür. Kinda sounds like a spy name. Cutters. Bolt cutters. Or a movie star, like in a movie you don't use your real name for. Yeah. Spy name it is. Ich bin hier im Flur, bevor ich reingehe in den Raum. Ach, genau, dann was ist. Okay, hier war ich, glaube ich, schon. Ja, hier war ich schon. Dann machen wir mal die Tür hier auf. In dem Raum da hinten. Komm ich nicht durch, okay. Ich will doch diese Tür da durchgehen. Gehen wir mal hier durch. Okay, Mary. Let's see what Sadness wanted me to see. I hope she's all right. Ja, mal gucken, ob hier irgendwo Zettel oder liegen oder Gegenstände. Halt mit der Familie Urlaub auf dem Land. Okay. Fieberträume. Ich sehe ihn ständig in meinen Träumen. Den anderen Ort. Staub und Tod, soweit das Auge reicht. Das Gefühl der Leere, das meine Seele zerreißt. Ich wache auf und bekomme keine Luft mehr. Staub brennt mir in der Lunge. Ich flehe, dass es aufhört. Er sagt, das macht nichts, man kann. Aber das muss er wohl sagen, nicht wahr? Ich komme wieder hier rein. Ich mache mal die Tür auf. All right, here we go.
Ben. What are you talking? Laut auf den Ohren. Marianne? There you are. Thank God. You're all right. I was so worried. Oh, yeah. That thing almost got me. What the hell is it? Yeah, it came from shame. From helplessness. From rage. Rage. It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. I won't let it hurt you, I promise. Why don't you tell me something about this place? It's the day room. We used to play here. With Richard? Is he one of your friends? No. But he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he... A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. I remember. Marianne, I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No, don't tell them. It's don't okay. Tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No! No, Marianne! The sadness! No, never again! Why did you bring me here? It was then I realized there was something she wanted me to see with my own eyes. Und du in die Tagesstätte mit. Richard? Are you there? Bild. Zwei Pferde. Gather round, children. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lillian, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends? Wollen das Polizei? Hey. Jemand schon von alleine runter, ohne dass ich das bewege.
she did music. And then at least part of it. Blood. Eine Quelle der Inspiration. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what Sadler said? Das ist ein besonderer Junge. Ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, ein einfacher Fabrikarbeiter, noch mehr Junge als Mann mit seinen großen Augen hat er ständig über die Schulter geblickt, wie ein verängstigtes Tier. Seine Eltern sind im Warschauer Aufstand ums Leben gekommen, von dem war er in den folgenden Jahren durchgemacht hatte, wollte er nicht sprechen und ich habe ihn auch nie getrennt, aber bald war klar, dass er sonst niemanden auf der Welt hatte. Es war sofort eindeutig, dass er trotz seiner jungen Jahren Dinge gesehen hat, die niemand in seinem Alter sehen sollte. Ich wusste sofort, dass er etwas Besonderes war. Okay. Habe ich ja schon gesehen. Oh, this place is packed with memories. Bad ones. Guilt. Humiliation. Rage. Noch ein Brief. Also mit Methode. Es wurde zu einer Gewohnheit von uns. Wir setzten uns mit dem Skizzenbuch hin und dann schloss er die Augen und begann zu reden. Er schrieb all die Dinge, die er vor seinem geistigen Auge sah, vom Grauen und der Schönheit der Welten jenseits unserer eigenen, was als unschuldige Fantasieübung begann wurde, zu einer bodenlosen Quelle der Inspiration. Meiner Hand konnte ihn nicht ruhen und ich zeichnete wie besessen, während er das Unbeschreibliche beschrieb. Eine Zeit lang fragte ich mich, warum er so darauf
versessen waren, seine Vision mit mir zu teilen. Sie schienen ihn zu belasten, eine Quelle starker Schmerzes und große Verzweiflung zu sein, aber schließlich verstand ich es. Er wollte sie mit jemandem teilen, der sie als eine Quelle der Schönheit verstand und nicht als Wahnsinn. Okay. That globe. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete. Ich muss bestimmt auch noch was finden. Sind schon auch hier einfach rumliegen. Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right. I'll take care of him. Ich muss mich anschauen. Ich habe den Schlüssel immer noch nicht gefunden. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete.
Ma cosa non so come si fa. Doch nicht mal hier. Muss. In der Geisterwelt was gucken. Oh, jetzt komme ich schon, okay. Komm ich erstmal kurz hier. Das kann ich bestimmt in den Globus reinmachen. Gehen wir mal wieder in die materielle Welt. Machen wir mal das in den Globus rein, das Teil. Ich schon mal ne. Another junction. Maybe
can show me a way out of here. Kom misschien naar mijn school. Misschien dan geven we nog een naam aan. Kan je dan niet stemmen? Volgens mij is het aan de andere plek. Aha. Met sleutel. Schlüssel zum Lehrerzimmer. Okay. Ein Bild ist da, man kann ich benutzen. I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there, aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that sadness? Weiter den Raum. Kommen wir wieder hier. Der Forscher mit dem Plan. Auseinandergelebt. Als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so drüber nachdenke, war ich wohl erfüllt. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich alleine mit der Zeit gewöhnt. Ich mich aber an sie. Sie fiel mit ihrer Schönheit und mit ihrer Intelligenz auf. Intellekt, meine ich eher. Irgendwann, wenn akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte, die wahre Liebe, stark und rein, so rein wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht, als das Projekt begann, das letztendlich unter dem Namen Liva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte, obwohl ich wusste, dass es einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie der Sohn, den ich nie hatte. Ja. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people.
Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder who he meant by them. Ich muss mir meine Brille anziehen, damit ich besser die Sachen lesen kann, ey. So, that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Rekovich? I'm sorry. He was a friend. I just... need a moment. That's not true, Thomas. You thought he... deserved it. Jetzt hoch zum Klavier. Nehmen wir mal ein Notenblatt da drauf. Jetzt komme ich ja durch dadurch, wo die Fledermäuse sind. Das ist doch irgendwas hier aus wie ein Monster mit großen Armen. Oh, nee. Das war ein Zettel. Ein neues Zuhause. Ich war am Ende, sie mussten mich gehen lassen, mich, Richard Tarkowski. Meine Arbeit war auf dem ganzen Kontinent angesehen. Sie sagten, mein Vorstellungskraft kenne keine Grenzen. Mein Name allein steht für die schönen Künste. Upala. All das bedeutet diesen seelenlosen Bürokraten nichts. Für sie war ich nur eine Belastung, eine Quelle gefährlicher liberalen Ideen. Ich fühlte mich so betrogen, ausgelaugt. Ich musste raus. Fort von der leeren Abartigkeit der Stadt. Aber das Wichtigste, ich brauch
lebte ein Freund und so machte ich mich auf die Suche nach ihm. Ich wusste, dass seine Frau vor ein paar Monaten verstorben war. Damals hielt ich es für das Beste, mich nicht in seine Trauer einzumischen. Jetzt hatte ich Angst, dass er es mir übel nehmen würde, dass ich nicht da gewesen bin, als er mich am dringendsten gebraucht hatte. Stattdessen bot er mir ein Zuhause. Okay. Müsst ihr jetzt nicht da raus von dem Monster, oder? Uncle Richard, my arms are getting tired. You've been drawing me for hours. Almost done. You know, Lily, you remind me of someone. A girl I knew when I was very young. Did you love her? Yes. With a young, innocent love, free of the ferocity of adult lives. Richard? I'm getting a weird vibe from him. There's grief. Sorrow and something else. You're a bit old to be playing with dolls. Here, I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Thank you, Uncle Richard. Here, let me... on the other hand, why don't you do it yourself? What was that? It's like something stirred inside him. No, I didn't mean to. Oh, God. What have I done? It feels cold. What have you done? Rollschule angefahren. I had never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. Fucking damn it! Das bestimmt Richard. Thought I could protect her. Idiot! What would you think of me? I failed you. I failed us. It's all falling apart.
what? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. You want what? Fuck! Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. Okay, you know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? What? What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? Like he's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. He was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! How could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just... Whoa. Easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Thomas, I wasn't expecting you.
Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me I didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. Ah! You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas, I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. But you did. Knowing she's here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never... Wait, but you... No, let me out. Let me out. Let me in! Den Kühn. Okay. Thomas Richard, den spielen. Ja. This is your world. Show me what you're hiding. Der sieht aus wie ein Geist, der ist richtig eklig. Is this where it started, Richard? The place that broke you? Made you what you are. So. Can you feel it, Thomas? There's something here. It awoke on that day when she came to it. It took over. Made itself at home. Am I in an old one? Loss. Hatred. Grief. This place reeks of them. Something terrible happened here. It changed Richard forever. No! What the hell? Leave her alone! This is it. Richard's big, ugly secret. The sum of all his demons.
sie nochmal? Komm ich nicht weiter? Richard, your father forgot his knife. You'd better go and bring it to him. All right, I'll play along. For now. Was machen? Ja. Und jetzt ist die Tür offen. Guck ich aber erstmal hier. Ne, kann ich nicht. Gehen wir mal in die Tür da rein. Father, you forgot your knife. Huh. Thank you, Richard. You know what? Why don't you keep it? But it's your lucky knife. And now it's yours. You'll need it. I'm leaving tomorrow. What? No! What? Oh, I look at this. Where are you going? The army is heading out west. And I'll be going with them. But no! I don't want you to go! Kann ich jetzt die Tür aufmachen oder geht's wieder nach? Ja, geht schon wieder nach. I don't want to go either, son. But sometimes what we want isn't what's important. Do you understand? When will you come back? Take care of your mother, Richard. You're the man of the house now. Die Tür mit der Wand gibt bestimmt jetzt wieder nach hinten. Kann bestimmt wieder die Tür nicht öffnen. Oder? So, jetzt geht's. Okay. Ich denke noch, die Tür geht wieder nach weiter nach hinten. Mal sehen. Gucken. By the sweat of your brow. You shall rise, and you shall fall. Okay. Till you return to the earth from which you came. Kann ich nichts machen, ne? Ne. Gehen wir mal weiter. Those tentacles are guarding something. We need to get rid of them. Hä? Dann können die Gasbälle nicht machen?
Hat der Tod schon mal passiert, ne? Kann ich auch nichts machen. Nur das machen. Und for dust you are, and to dust you will return. Als Regierungsvertreter der Republik Polen möchte ich mein tiefes Mitgefühl und mein Bedauern hinsichtlich des Ablehnens von Lieutenant Tatlos zum Ausdruck bringen. Der heute starb unter den ehrbarsten Umständen sein Land. Wird wir immer für das Opfer dankbar sein, das zum Schutz unserer Freiheit und Unabhängigkeit erbracht hat, der Verteidigungsminister.
grief, anger. Oh. I can. Jetzt kann ich das machen. Und ich denke, warum geht das nicht? Was? Bin ich wieder woanders? Okay, dann. Hey, Richard. Bet you can't catch me. What? Hey, wait up! Come on, Slowpoke. He's not caught on. He's smiling. This means to me. But what is it? It's something very important. Promise me you'll keep it safe. This way, silly. Rose? Rose! Have you been over here? There you are. I was afraid you'd get lost in there. Me? I've been waiting here for ages. I was starting to get bored waiting for you. Hey! Hey. You see that? The storm's coming. It's a big one. We should probably go. Same spot tomorrow? I'll be there. Yeah. Cute, Richard. Real cute. So, where do we go from here? I just feel lost. Feel something's not right. Did Tapa walk in? Mom, who is he? He's someone who can take care of us. But I can take care of you. I promised Dad I'd protect you. I know, honey, and he would be so proud of you. But sometimes a brave heart is just not enough. Sure. Keeping it on. Hey, come here. I need you to do something for me. I need you to bring me that thing. You know what you want. Except for real specific. Yeah. Ein Buch. Guck mal, hier noch irgendwas ist, ne?
Wenn nicht so. Dann nehmen wir mal das Buch auf den Stuhl. Oh, what? You want a bedtime story? I'm not your goddamn mother. Yes, ma'am. Now, Flush. Is that not all of him? No. Don't make me get up, boy. You calling me a drunk? Get the hell away with that. Real fucking charmer, that one. Das Bild. Hochzeit Foto. Stand da auch vorhin auf dem Kamin drauf, das Bild. Oh, you little shit. I'll teach you some respect. What did you do to me? Say it back, or I'll cut you again. Ungrateful little fuck! Get the hell away from me! Gladly. This place again, but not the same time. Richard! I should be going. I'm sorry. It's all right. We can finish some other time. Richard, where are you?
Richard, come out! I'm sorry, that's all I could bring. That's all right, Richard. It's more than enough. Don't worry. I'll keep you safe. I'll keep you safe. Okay, Richard. I get the picture. Doesn't change a goddamn thing. Mommy? What's going on? Shh, listen to me, Richard. Listen to my every word. Some men will come to our house tonight. Why? What do they want? Shh, it's okay. I told them to come. The hell is this? No! Stay away from me! Stay back! Get away from me, you bastards! No! No! Let go of me! No, please don't! Any son of Poland who collaborates with the oppressor. Who steals from, denounces, or otherwise acts against his compatriots. Er saß auf der linken Seite direkt am Fluss mit dem alten Kirschbaum davor. Sie versteckt sie in der Speisekammer unter den Bodenbrettern. Sie lassen sich manchmal heraus, damit sie sich die Beine vertreten können, meistens später am Tag. Einige von ihnen gehen noch manchmal sogar nach draußen, wahrscheinlich um Nahrung zu suchen. Am besten kommst du nass. Okay. Ist hinten noch was? Gehen wir mal weiter. Commits an unforgivable crime against the motherland. Oh, it should be swiftly punished. Couldn't have happened to a nicer guy. Okay.
know. This is where it goes, you know? This is getting Rose! Where are you? I'm sorry! Sind doch immer diese komischen Shisha da, ne? Please, I need you. Holy. You took her from me. Schwarz bemalt. Oh nee, ist das mit dem Monster? Ich soll jetzt nicht gegen das Monster kämpfen, oder? Ich muss jetzt gegen das Monster kämpfen, ne? Let's get this over with. Thank you.
Over here, kid. Please, mister, I need help. The monster, it's after me. Monster, you say? And what does this monster look like? Sir, there's no time. Hurry, we have to get out of here. It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's friends? No, kid. I'm not planning on making any friends here. I'm here just for you. What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run, to hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. Thomas? Who the hell are you? Beast. Oh. That's what he is. Hunted. Hounded. His whole life hiding, hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I caught my scent, girl. You're him. Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound. The sap drying on the stump. All because of her. Do I know you, Jane? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me because she had nowhere else to go. Where was her father then? Where were you? Oh, shut up! Stop acting like you ever cared about her! She was the light of my life, the warmth of my soul. Your soul has rotted away. There's barely anything left. No, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. You ripped me apart. He burned me down and left me in the dark. He's a fiend. A monster. This man... Thomas, what is he? He's the one who butchers the soul, the one who breaks it. But you, yes, I know you can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. To not exist. That's all I want. So be it. You think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the ferryman.
Be gone. Richard. This time, it wasn't just a feeling, it was a memory. Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas, was he a part of my own past? And then something clicked. That girl, it's me. But it looks like it was taken here, at Neva. The red house. Whatever it is, I can feel it out there. Like it's calling out to me. There. In the woods. Wechseln wir mal das Spiel hier jetzt mal auf. Dann wechseln wir kurz mal auf das Mod-Update. Wenigstens habe ich jetzt endlich die Schlüssel zu meinem alten Zimmer. Aber warum war es überhaupt abgeschlossen? Man sieht ja hier gar nichts im Hause. Zeit habe ich doch schon gelesen, oder? Entwickle das Foto von dem Filter.
hätte mal kurz fortentwickeln. Mann, dann jetzt der Keller. Ach ja. Hätte ich nicht das Feuerzeug benutzen? Ah doch. Gehen wir hier rein. Nehmen wir mal das Foto. Ohne Strom ist die Dunkelkammer unbrauchbar. So. Stimmt, muss er den Strom anschalten. Mann, der Stromkasten, ne? Ich tue meine falschen Knöpfe. Gehen wir erstmal das Zimmer, Kinderzimmer von ihr aufschließen. Ja, direkt hier, ne? Ja. Endlich kann ich mein Zimmer betreten. Gucken wir mal in ihr Zimmer rein. Das Puppentheater. Ich habe es als Kind geliebt. Ich fühle mich wieder wie ein Kind. Ich habe mit den Puppen das nachgespielt, was in meinem Leben passiert ist. Um den Kopf frei zu bekommen, will ich das noch einmal tun. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Ein nächtliches Rendezvous am See. So viel Hoffnung und Sehnsucht. Aber der Tod erwartete sie, nicht die Liebe. Mein Liebster ist noch nicht da. Ich werde warten. Ah, was für ein wunderschöner Mond heute Nacht. Endlich bist du da. Was ist los? Warum verhältst du dich so seltsam? Du hast mich betrogen. Ich will schon anstehen. Das würde ich nie tun. Ich liebe dich. Ich liebe dich zu sehr. Und der Gedanke an dich mit einem anderen macht mich wahnsinnig. Deshalb musst du sterben. Was habe ich dir angetan? Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Ich
komisch. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Nun kann ich beginnen. Zunächst einmal sollten wir klären, was in der Nacht vor dem verfluchten 16. Juli passiert ist. Hast du Lapo gestern gesehen? Ich habe gesehen, wie er die Scheune verlassen hat. Warst du nicht dabei? Papa sagt, dass wir verlieren. Was wird dann passieren? Werden wir nach Deutschland gehen? Möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Ich möchte ein paar Fotos machen. Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Mama hat sowieso einen tiefen Schlaf. Du weißt, dass sie dieses Medikament genommen hat? Weck mich auf. Klar, tolle Idee.
Ja, es geschah folgendermaßen. Am Morgen ging Martha zum See und gab vor, ich zu sein, um ihre Schwangerschaft zu offenbaren. Sie wusste, dass Mama ihr dorthin folgen würde. Ich kann jetzt nur raten, was passierte, als sie sich am See trafen. Hallo, Mama. Hallo, Julia. Was willst du von mir? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Tut mir leid, Mama. Ich wollte nicht ungezogen sein. Nein. Martha kann unmöglich versucht haben, nett zu ihr zu sein. Okay, jetzt nochmal. Was willst du von mir? Zieh dich aus! Ich will deine Schande sehen! Nie im Leben! Ich zieh dir das Kleid aus, du dummes Mädchen! Du bist also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Naja, wenigstens hatte ich Spaß. Dafür werde ich dich bestrafen, du Hure. What the fuck? Komm aus dem Wasser. Du hast nichts zu sagen. Ich tue, was ich will. Stocken. Du bist schamlos. Nein, nein, nein. So ist es nicht gewesen. Mama ist nicht gestorben. Was willst du von mir? Zieh dich aus! Ich will deine Schande sehen!
Du bist also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Naja, wenigstens hatte ich Spaß. Dafür werde ich dich bestrafen, du Hure! Versuch es doch. Trau dich. Dumm. Dung. 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 Das könnte genau das sein, was passiert ist. Ich werde nie genau wissen, was passiert ist. Aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Ein kleiner Arm? Ein kleines Bein? Und noch ein kleiner Arm? Noch ein kleines Bein? Bein. Oh, nur noch der Kopf ist übrig. Okay. Ich war unter der Brücke, aber es war nur ein Spiel. Das hier ist jedoch kein Spiel. Ich habe nur gespielt. Es ist nur ein schlechter Scherz. Unter der Brücke, die Kirche, die Stadt, sprich, die weiße Frau. Ich habe mich jetzt auf einmal den Kopf in der Hand. Löscht er mit hin? Oh. Ich habe mal den falschen Knopf.
Tische brennt. Yes. Elle s'approche sur mon internet. Je vais lâcher trop de mon sein. Ein deutscher Panzer. Ich muss seinen Standort über den Telegrafen melden, der in der Nähe des Kuhstalls versteckt ist. Papa hat vermutlich eine Garnison. Dieser Draht führt in Richtung Haus und geht dann weiter. Also muss es der richtige sein. Nun muss ich nur noch zum Telegrafen, der sich in der Nähe der Stelle befindet. Der Strom ist wieder da. Jetzt kann ich den Film entwickeln und meine Fragen werden hoffentlich beantwortet. Ich muss erstmal die Fotos entwickeln. Ich muss noch die Pumpe suchen fürs Fahrrad. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich werde zu dir zurückkehren, Martha. Zusammen werden wir alles klären. Nur du und ich. Stimmt, du bist beim Album. Noch ein Foto, was ich entwickeln soll. Entwickel das Foto.
Welches waren wir? Das hier? Ich weiß es gar nicht. Ich höre doch gerade Schritte. Ja. Das ist schon, als wenn da welche am Laufen sind, ey. Oh, lieber Gott. Es ist also wahr. Ich habe meine Schwester getötet. Ich habe alles getan, um die Wahrheit zu verbergen. Dann habe ich meine Mutter getötet, um mich von der Schuld zu befreien. Aber sie war böse. Und es war alles ihre Schuld. Gott, was macht das aus mir? Ich verdiene es nicht, noch eine Sekunde länger zu leben. Vielleicht werde ich sie wiedersehen. Und ich kann versuchen, sie um Verzeihung zu bitten. Aber wenn es nichts nach dem Tod gibt, werde ich wenigstens von diesem Leiden befreit sein. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber ich kann nicht mehr. Ich schoss instinktiv auf den Soldaten und traf ihn direkt in den Kopf. Doch das war keine gute Idee. Er war offensichtlich nicht allein. Als die anderen hereinkamen, schloss ich die Augen. Ich hörte einen großen Tumult und spürte dann einen scharfen Schmerz im Magen. Sie traten mich, während ein anderer vergeblich versuchte, sich davon zu überzeugen, dass der am Boden liegende Soldat noch am Leben war. Sie traten mir in die Rippen, in den Rücken und in den Magen. Ich konnte nicht atmen und hatte das Bedürfnis, mich zu übergeben. Man befahl ihnen, mich auf einen Stuhl zu setzen. Sie fesselten mich so fest, dass ich weder meine Hände noch meine Füße spüren konnte. Auf dem Stuhl neben mir saß mein Vater. Er atmete, schien aber bewusstlos zu sein. Der verantwortliche Mann fing an, mir Fragen zu stellen. Er schlug mir ständig mit einem kurzen Stock oder so ins Gesicht und auf den Kopf. Die Hiebe waren so brutal, dass ich dachte, er würde meinen Schädel zertrümmern. Ich spürte abgebrochene Zähne und schmeckte Blut in meinem Mund. Ich fuhr mit der Zunge über die Zähne und dachte dabei, dass ich nie wieder würde lächeln können. Ein törichter Gedanke, vielleicht, aber dennoch tat er weh. Ein Teil meiner Oberlippe war aufgeplatzt und hing herunter. Ich versuchte dummerweise, sie mit meiner Zunge und Unterlippe wieder zurückzuschieben. Ich übergab mich. Sie zwangen mich zu gestehen, dass mein Vater alle Arten von subversiven Tätigkeiten innerhalb der deutschen Armee durchgeführt hatte. Natürlich wusste ich nichts darüber, also versuchte ich, das zu erklären. Aber diese Schläge... Ich hätte alles getan, um sie aufzuhalten, was auch immer nötig war. Kurz nachdem ich ihnen gesagt hatte, was sie hören wollten, sagte der General: Es waren nur zwei Ohrfeigen nötig, damit du deinen Vater verrätst, du deutsche Hure. Dann befahl er, meinen Vater hinzurichten. Es ging ganz schnell. Er bewegte sich noch nicht mal. Dann zeigte er auf einen der Soldaten und danach auf mich. Meine Zeit war gekommen. Sie alle gingen weg. Bis auf den Soldaten, der die unangenehme Aufgabe hatte, mich umzubringen. Ich wollte sterben, aber nicht so,
Grauen erfasste mich. Ich spürte, wie sich mein Körper entleerte. Die Waffe war auf meine Stirn gerichtet. Ich konnte ihm nicht ins Gesicht sehen. Ich stank, ich fühlte mich schändlich. Dann zielte er absichtlich daneben und schoss. Er hatte Erbarmen mit mir. Es war wohl mein Schicksal, nicht zu sterben. Er löste die Fesseln, stieß mich zu Boden und rief: Erledigt, die deutsche Hure ist aus dem Weg geräumt. Ich blieb regungslos am Boden liegen. Er ging und ich wurde wieder ohnmächtig. Als ich zu mir kam, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich fühlte mich völlig leer und hatte überall Schmerzen. Alle waren tot. Ich war nun allein auf der Welt. Ich fühlte den Wunsch, ein letztes Mal ihre Stimmen auf Papas Rekorder in der Dunkelkammer zu hören. Vorausgesetzt, dass die Soldaten ihn nicht zerstört hatten, versteht sich. Ja, ist schon erledigt, ne? Soll in die Tasche sein? Ach da. Nehmen wir mal die Tasche mit. Erstmal das hier machen noch. Ich muss von hier weg. Aber zuerst möchte ich ein letztes Mal die Stimmen meiner Familie hören. Okay. Dann lässt man das Band an. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Was machst du mit der Waffe deines Vaters? Das ist gefährlich, hör auf! Rede! Erzähl mir jetzt alles! Erzähl mir, was du getan hast! Ist gut, beruhige dich, ich werde dir alles erzählen. Ich fand diese seltsame Notiz, als ich aufwachte, und ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas war mit dir los, abgesehen von deinen üblichen Macken. Ich wollte nachsehen, aber du warst nicht in deinem Zimmer. Du hattest von dem See gesprochen und ich habe mir Sorgen gemacht. Also habe ich deinen Vater angerufen und wir sind hingefahren, um zu sehen, was los ist. Wir fanden dich in deiner Unterwäsche am Ufer des Sees sitzend. Du hast immer wieder behauptet, es sei nichts passiert. Ich nahm dich in den Arm, um dich zu beruhigen. Aber du hast tagelang nicht mehr gesprochen. Was passiert mit dir? Du solltest mir sagen, was hier los ist. Ich gehe nicht in das Irrenhaus. Ich hätte das nie gewollt, aber ich fürchte, du wirst dir noch mehr schaden. Du hast dich an dem Abend vor dem Klavier wirklich verletzt. Was sollen wir sonst tun? Du hast meine Schwester getötet und jetzt hast du Angst, weil ich es herausgefunden habe. Du denkst dir doch Geschichten aus, oder? Aber dieses Mal falle ich nicht darauf herein. Was willst du damit sagen? Deine Schwester? Bitte... Nicht. Mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht, was ich sagte. So viele Jahre sind vergangen. Du warst damals noch klein. Ich dachte, diesen Unsinn hätten alle vergessen. Halt den Mund! Sag nichts! Sag einfach gar nichts mehr! Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Alles war zusammengebrochen.
Ich hatte Angst vor mir selbst. Mein Gott, das war schrecklich. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zu gut für diese Welt sei, aber ich war mein eigener Feind geworden. Ich war die Gefahr. Was hätte ich tun sollen? Ich musste an das Puppentheater in meinem alten Zimmer denken. Vielleicht könnte ich dort etwas zu mir selbst finden. Also lief ich dorthin, um damit zu spielen. Okay, wir mal kurz was hier machen, die ist Telegrafen. Dann Panzer. In der weiten Ferne. Der Telegraph muss in einer dieser Kisten versteckt sein. Mach mal die Kiste auf.
Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Nochmal. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Man sieht da nichts, ne? Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen.
Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich noch mal gucken. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Weiß ich gar nicht, ey.
Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen.
Kammerschimmer. Ich füge am Ende einfach Over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Okay. Füge am Ende einfach Over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Hä? Schickst du noch nicht? Das ist falsch.
Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin.
weiß gerade nicht, wie es funktionieren soll. Ich füge am Ende einfach Over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach Over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach Over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach Over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich habe den Panzer auf der Straße gesehen. Und die Straße ist in der Nähe des Hauses. Ich schätze, dass ich das so in der Art kommunizieren muss. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Na schon. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich muss jede Nachricht mit dem Codewort beginnen. Ich füge am Ende einfach Over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin. Ich füge am Ende einfach Over hinzu, um deutlich zu machen, dass ich fertig bin.
Mist. Ich habe die Länge des Tons falsch eingeschätzt. Ich versuche dieses Wort noch einmal von vorne. Mist, schon wieder. Ich muss vorsichtiger mit der Länge des Tons umgehen. Oh nein, noch ein Fehler. Ich muss mich mehr darauf einlassen und weniger denken. Ich brauche die maximale Konzentration und mentale Ruhe, oder ich werde das nie schaffen. Ich habe das auch mal gar nicht gesehen, dass da noch zwei Enden stehen. Ne? Ich hätte nur einmal getroffen, Alter. Das ist ein langes Wort, ey. Schau. Thank you.
hatte. Die Kommas eben von den Wörtern, ey. Sie haben mich darum gebeten, eine Karte der Verteidigungslinie zu finden. Es gibt eine im Arbeitszimmer meines Vaters. Na, hier ist eine Pause. Ich werde jetzt auch spielen. Später nochmal Martha's Set weiter. Dann werde ich mal bis später. Tschüss.